Hallo Leute, ja, wir sind jetzt in einem Sektor angekommen, in dem wir dort eine Waffenfabrik haben und die werden wir jetzt besuchen, dann werden wir mal gucken, ob wir dann unsere Waffe daraus bauen können aus unserem Teil, ne? Da würde ich sagen, nach dem Intro werden wir dann die Station angeflogen haben, ne? So, da geht die Tour dahin. Oh, es ist ganz schön weit wieder weg. Na super. Naja, wir sind noch schnell unterwegs. Geht eigentlich. Müssten wir eigentlich gut hinkommen. Unsere Akkus sind noch ein bisschen voll. Und naja, da sind wir ja jetzt gleich da. 20, 18, 17, 16, 15, 14. Ach, ich glaube, das reicht. Ein Dock ist da auch. Okay, vorbeigesegelt. Aber das kriegen wir irgendwie schon in den Griff. Ja, Akku ist leer. Hatten wir nicht schon den Antrieb ausgebaut? Nein, hatten wir nicht, weil das nicht ging, weil wir nicht in einem Sektor waren, wo eine Werft oder sowas war, ne? Na, schauen wir mal, dass wir hier dran kommen. Jetzt muss aber irgendwann, ne, der Traktorstrahl kommen. Da ist er. So, einmal da verbunden. Interagieren. Geschützturm bauen. So, und jetzt sollen wir einen exotischen bauen. Aber welchen? Hier ist alles was anderes, oder? Der hat doch uns einen Bauplan gegeben, wo wir das alles hier drin hatten. Aber das ist es nicht, oder? Inventarbaupläne? Nein, ist es auch nicht. Was ist denn das für ein Kappes jetzt? Bau aus einzelnen Teilen in der... Oh. Fabrikbau. Ach so, dann... Muss ich jetzt die Teile aussuchen und sagen, hier, ich will meinen Style machen? Ist das das? Seltenheit. Hier kann ich jetzt die Dingens kopieren, ne? Das hatte der Thomas Stähler auch geschrieben. Jetzt müsste ich hier Laserkompressor machen, aber das bringt mir doch alles gar nichts. Wie kann ich denn jetzt hier einen auswählen, dass ich den bauen will? Inventarbaupläne habe ich, aber nee, will ich gar nicht. Was ist denn das jetzt hier für ein Shit? Ah. Nee, hier war falsch, ne? War eine Mission, oder? Hier gibt es keine Missionsgeschichten, ne? Sammle die folgenden Zutaten, um einen exotischen Kanonengeschützturm zu bauen. 85, 31, 16, 16, 40, 40. Kanonengeschützturm. Exotischer Kanonengeschützturm. Das ist es. Mission anzeigen. Es ist alles da, oder? Wo kriege ich den Bauplan weg? Oder wie baue ich das? Geschütztürme bauen. Stahl. Ja, weiß ich auch nicht. Mission Items nach oben. Hier kann ich nichts machen. Vergleichen, Favorit, Müll. Herstellungskosten sind das. Den er mir da vorschlägt, den gibt's hier nicht. Raketen habe ich nicht. Ich habe keinen Treibstoff und Zielerfassungskarten habe ich nicht. Wo ist dieser Bauplan, bitte schön? Das war ein Satz mit X, das war wohl nix, oder?
Hier kann ich aus so einer Waffe einen Bauplan machen, das ist schon klar. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht. Aber wo kann ich denn einen Bauplan? Wo kann ich denn selbst etwas erstellen? Typ. Ja, da kann ich Typen, aber. Und das sind immer noch die drei hier. Ach, das macht doch keinen Spaß, oder? Das ist ziemlich ärgerlich jetzt. Ich würde jetzt zum Beispiel gerne auch das Teil so bauen, wie er mir das geschrieben hat. Wie kann ich denn hier selber etwas bauen? Gar nicht, ne? Fabrikbaupläne, Inventarbaupläne. Inventarbaupläne sind die, die ich hätte. Ja, das sind aber auch nicht die. Und hier kann ich auch nichts machen, oder? Okay, da könnte ich jetzt einen Geschützturm reinsetzen und kann das umwandeln. Das ist jetzt richtig doof, oder? Das bringt mir ja nichts. Ich würde ja gerne jetzt hier die Mission erledigen dann. Wenn denn diese Mission noch zu erledigen ist, ne? Hier. Da kam auch keine Meldung, dass ich die Bauteile jetzt alle habe und es ist prima, oder? Auf Karte zeigen. Muss ich dann da an eine spezielle Stelle hin? Wahrscheinlich, ne? Okay. Ich bin hier und muss dahin. Da haben wir aber Glück, dass es gerade neben ist, ne? Ich glaube, wir fliegen da mal hin und gucken, ob wir es dann da bauen können. Okay. Aber wir sind ganz woanders. Oh. Ja, super, oder? Die Mission ist hier, auf Karte zeigen ist da und wo ist das? Wir sind da und der ist da. Der Missionsblaupause. Jetzt kann ich ja nur höchstens hier in den Albatros reingehen oder sowas. Oder in den Traveler. Ja, komm, dann wechseln wir mal zu Traveler. Aber da ist, wir haben die Rohstoffe ja nicht in dem Schiff drin. Das ist schon ziemlich doof. Jetzt sind wir im Traveler. Ach, der hat Automatismus dran. Oh, ist vielleicht auch nicht so dolle, ne? Komm, geh mal in eine Karte. Zoom mal raus. Und Gurke. Kann ich Gurke jetzt sagen, komm mal hier hin? So. Circa 43 Sektoren sind das. Schnelligkeit, machen wir langsam, dann haben wir hier trotzdem noch 15%. Entfernung 237. Reisezeit ist 45 Minuten. Heimlich ist. Ah ne, schnell. Heimlich. Ah, das ist heimlich, okay. Ja. Will er einen anderen Zielsektor? Ja, keine Chance, muss ich so machen. Bringt ja nichts. Das Einzige, was wir noch machen können, wir können jetzt in die Gurke reinwechseln und können nochmal schauen, dass wir die Gurke irgendwie hinkriegen, dass sie ein bisschen stärker wird, ne? Noch eine Waffe reinbauen oder sowas, dann sind die 15% vielleicht nicht ganz so schlimm, ne? Hinterhalt.
Haben wir denn noch was? Können wir denn noch was? Das ist die nächste Frage, ob wir noch was können, ne? Ja. Top Coax Gravitron. Keine Ahnung, was das ist. Hat Kraftstärke, Koaxialgeschütz. Ich weiß nicht, was das macht, was das nicht macht. Ist auf jeden Fall riesengroß. Der würde da schon mal hingehen. Repariert meine Hülle, ist jetzt auch nicht so toll. Dann ist das Bolter-Geschützturm vielleicht doch besser. Geht aber nicht. Weil ich nicht genug Geschützturm-Slots habe. Oh Mann, ey. Können wir hier was machen? Nö. Hätten wir was? Ja, hier. Ist alles voll belegt dann, ne? Mit Geschütztürm-Slots. Hier Automatik schießen, ne? Ja. Das bedeutet, wir müssen definitiv das Schiff hier größer bauen, damit wir es hinkriegen, das besser zu bewaffnen. Das ist ganz schlecht. So, zweite Aktion war ja noch die, dass wir noch generatormäßig was machen wollen, ne? War in dem Sektor denn hier irgendwo was mit Ressourcendepot? Nee. Dann lass uns doch mal schauen, dass wir hier noch weiter vorankommen. In der Hoffnung, ja, das ist natürlich ja, super. West, Nordwest, Süd und Nord-Nordost. Nord-Nordost sind irgendwelche anderen. Schwierig jetzt, ne? Warte, wie heißen die? Ne, das ist nur der Bereich. Weißt du was? Spielt gar keine Rolle. Zack, Tor ist ausgewählt. Wir fliegen dahin. Warte mal, da ist noch ein Handelsposten. Aber da wir kein Geld haben, bringt das sowieso nichts, oder? Haben wir Geld? 525, nicht so viel. Ist das Tor ausgewählt? Ja, wo ist das Tor? Es muss ja hier irgendwo sein. Ist es das da? Nee, oder? Nee, da ist es. Boah, 108. Gut, dass unsere Akkus gerade voll sind, ne? Okay, das heißt, die Reise geht dahin. Wir müssen gucken, dass wir mit dieser Fraktion gut Freund werden. Wenn wir dann gut Freund sind, wollen wir hoffen, dass wir da irgendwo, das hatte Thomas Stehler auch letztes Mal schon wieder geschrieben, dass ich wieder nicht geguckt habe, wo das neutral umzuändern ist in gut. Hätte ich wahrscheinlich nur drei Bananen kaufen brauchen oder sowas, dann wäre es gesprungen und es wäre alles prima gewesen. Ne? Habe ich natürlich nicht geguckt. Ne? Schauen wir mal, dass wir es vielleicht jetzt hinkriegen. Ja, ist ein bisschen blöd, ich weiß. Aber vielleicht schaffen wir es irgendwann, dieses Spiel zu beenden, beziehungsweise den Endgegner zu finden. Gestaltet sich aber für mich schwer. Hier ist wieder nix. Hier sind ganz viele Blipsungen rum, das hat er mir auch geschrieben, der Thomas. Die unbekannten Signale hier alle. Vielleicht mal gucken oder so, ne? Wir sind jetzt das nächste Tor. Ost, Nordost. Ja, ist ja nur da, ne? Okay, da oben ist noch eins, aber das war, glaube ich, dann das. Oder? Welches war das? Nee, Nord-Nordwest ist richtig. Guck mal lieber nochmal hier rein. Nee, Nord-Nordwest ist nicht. Wir wollen nach Osten. Wir wollen nach Osten. Osten ist da. Ost-Nordost, das passt schon. So, Akku ist jetzt gerade ein bisschen voll. Voll ist gut. Er wird gerade wieder etwas geladen. Läuft also etwas. Ja, schade. Jetzt müsste ich so ein Wurmloch finden, dass ich wenigstens da hinten in die Richtung wieder ein bisschen komme, ne? Gestaltet sich gerade etwas schwer, das Ganze.
Also da oben steht ja schon mal, dass ich schlecht bewaffnet bin und ich sehe gerade unten, dass da irgendwie auch das rot ist. Das heißt, ich bin da auch schlecht bewaffnet oder was? Ist gerade nicht so prickelnd. Komm, nächster Sektor, neues Glück, oder? 33, 61, da oben steht auch der Sektor, wo das ist. Ach Mann, ey. Ist ein bisschen ärgerlich gerade. Da sind zwei Habitate, oder was waren das? Ne, Farmen sind das mit den Kühen, ne? Schäfer, Schäfer, Rinderfarm, Räume, ne, das ist nix. Nord-Nordost ist das nächste Tor. Und das ist hier irgendwo schon angezeigt, oder? Da oben. Oh, wir haben eine neue Nachricht. Aber bestimmt wieder nur hier automatische Begrüßung, ey. Das ist auch so ein Ding. Ich kenne die doch alle. Warum kommt das immer wieder? Keine Ahnung. Ach so, ich müsste mal gerade gucken. Die heißen die Sauruo-Konzern. Das sind die. Ja, minus 30 bis plus 30. Also, ja, müsste man nur ein bisschen handeln vielleicht, ne? Da müsste man hier an Handelsposten fliegen, ne? Gibt hier aber keinen. Gut, dann fliegen wir halt zu dem Tor da. Hoffen, dass wir näher weiterkommen und dass wir dann irgendwo einen Handelsposten haben, wo wir ein bisschen handeln können, dass wir wieder gut Freund mit denen werden. Wenn wir gut Freund mit denen sind, dann müssen wir schauen, dass wir, sag schon, hinkriegen, einen Generator zu bauen zum Beispiel. So, Akku gleich leer wieder. Läuft, ne? Bin ja schon froh, dass wir noch die Torgebühr bezahlen können. Aber ich sehe schon, die Folge ist schon wieder lang. Wir gucken gerade noch rein in den Sektor und dann würde ich auch schon wieder sagen, war es das erstmal, ne? Wenigstens ist ja schon mal was los. Ressourcen, Reparatur, Handelsposten. Das ist doch schon mal ein Ziel, dahin zu fliegen und dann da Handel zu betreiben, in der Hoffnung, dass wir da ein bisschen mit denen hier gut Freund werden. Und wenn wir gut Freund sind mit den Sauruo-Konzernen, dann können wir dann vielleicht auch hier irgendwo eine Waffe, nee, eine Waffe nicht, einen Generator bauen, dass wir dann da vorankommen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.